am Wochenende war in Augsburg alles so ein Ticken anders als sonst. Das Parkhaus wurde an dem Wochenende nicht von Autos benutzt, sondern für alle möglichen Kunstinstallationen von regionalen Künstlern, Gemälden und sonstigen Kunstobjekten. Und eines davon war eben ein Kunstspiegelei und das fand ich doch besonders entzückend. Mehr zum Augsburger Theatervierteltfest gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Jonas Klimm. Außerdem Reichsbürger, also Menschen, die überzeugt davon sind, dass der Staat, seine Behörden und Gerichte keine Daseinsberechtigung haben, die gibt es auch in Augsburg. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Montag, den 27. Mai, mit mir, Lena Bammert. Am Oberlandesgericht Frankfurt läuft gerade der Reichsbürgerprozess und auch Augsburg spielt darin eine Rolle. Es geht um die Gruppierung um Heinrich den 13. Prinz Reuß, die einen politischen Umsturz geplant haben soll. Im südlichen Landkreis Augsburg kam es in diesem Zusammenhang zu einer Durchsuchung, denn der Angeklagte Thomas T. aus dem Landkreis Ansbach, der wohl die rechte Hand des Anführers war, hat dort nach Informationen der Augsburger Allgemeinen eine Wohnung oder ein Haus. Dem Polizeipräsidium Schwaben-Nord sind im Augsburger Stadtgebiet derzeit 80 Reichsbürger bekannt. Meist würden sie durch Schreiben an verschiedenste Behörden auffällig, in denen sie beispielsweise die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland bekunden, so das Präsidium. Kommt ein entsprechender Verdacht auf, überprüft die Polizei das. Wird eine Person als Reichsbürger eingestuft, gilt sie dann offiziell als unzuverlässig. In der Praxis heißt das zum Beispiel dann, dass Reichsbürgern die Legitimation, eine zugelassene Waffe zu besitzen, abgesprochen werden kann. Sie müssen dann Waffe und Berechtigung abgeben. Solche Verfahren sind in Augsburg allerdings sehr selten. Das Landgericht Augsburg hat die Berufung des früheren FCA-Profis Kajubi gegen ein Urteil des Amtsgerichtes verworfen. Es bleibt also bei der Bewährungsstrafe von 10 Monaten, zu der der heute 35-Jährige im Mai vergangenen Jahres verurteilt wurde. Kajubi hatte einen anderen Mann vor dem Kesselhaus in Augsburg attackiert und verletzt. Die Richterin des Amtsgerichtes betonte damals, dass eine Geldstrafe aus ihrer Sicht nicht mehr ausreiche. Hintergrund: Der frühere FCA-Spieler war bereits 2022 wegen eines ähnlichen Delikts zu einer Geldstrafe von 26.400 Euro verurteilt worden. Damals ging es darum, dass der Brasilianer vor einem Club in der Augsburger Maximilianstraße einen Mann per Kopfstoß verletzt hatte. Die zuständige Kammer habe die Berufung mangels Anwesenheit des Angeklagten verworfen, heißt es vom Landgericht. Kajubi lebt in Brasilien und spielt dort für einen Viertligisten. Und auch das Wetter ist heute leider nicht ganz erstklassig, aber zumindest auch keine Regionalliga. Es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 13 bis 20 Grad. Allerdings regnet es über den Tag und Abend verteilt immer wieder mal. Am Wochenende war erstmals das Theatervierteltfest in Augsburg. Was da so los war, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jonas Klimm aus der Stadtredaktion. Hallo Jonas. Hi Lena. Fangen wir doch erstmal ganz groß an. Du warst ja vor Ort. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight war das Kunstspiegelei im Ludwigstraßenparkhaus. Das Parkhaus wurde an dem Wochenende nicht von Autos benutzt, sondern für alle möglichen Kunstinstallationen von regionalen Künstlern, Gemälden und sonstigen Kunstobjekten. Und eines davon war eben ein Kunstspiegelei. Und das fand ich doch besonders entzückend. Das hört sich wirklich nach einem Highlight an, ja. Was war denn sonst noch so geboten? Ja, neben diesen Kunstinstallationen ging es vor allem um Musik und um Theater. Das Theatervierteltfest hat ja im Schatten der Theaterbaustelle stattgefunden. Das heißt, dass das Staatstheater dort auch präsent sein sollte. Also es gab, zum einen wurde es eröffnet mit dem Opernchor und Turandot von Puccini. Dann gab es auch ein Musical oder Teile eines Musicals, das aufgeführt wurde. Es gab aber auch ganz klassische, also normale Künstler, sagen wir mal, die jetzt beispielsweise als DJ aufgelegt haben, Hip-Hop oder Techno. Also es gab wirklich so ein breites Angebot an Musik, an Kunst und eben auch regionale Vereine, die vor Ort mit ihren Ständen vertreten waren. Du hast ja gerade schon gesagt, das Ganze war rund um die Theaterbaustelle. Es war ja das erste Mal die Premiere dieses Fest. Wieso
ist es überhaupt dazu gekommen? Es gibt einen Verein, der heißt Theaterviertel Jetzt. Die haben sich jetzt dafür eingesetzt, dass es eben dieses Fest gibt, weil sie sagen, das Theaterviertel, das leidet gewissermaßen auch unter der Baustelle und es würde nicht genug kulturell passieren in Augsburg. Und die haben sich jetzt eben zusammengetan und haben dieses Projekt entworfen und haben das auch durchgeführt mit sowohl selbst eingeworbenen Geldern, aber auch finanzieller Unterstützung der Stadt. Am Wochenende hat ja das Wetter nicht ganz so gehalten. Ist das irgendwie ein Problem gewesen? Hat das Kunstspiegelei gut durchgehalten? Das Kunstspiegelei war nicht betroffen, weil das im Parkhaus stand und da regnet es nicht rein. Aber ansonsten, ja, Freitagabend zu Beginn, um kurz nach 18 Uhr war es sehr voll. Die Ludwigstraße war gut gefüllt. Dann ab 21 Uhr sind dann die dunklen Wolken gekommen, hat es auch angefangen zu regnen. Das hat natürlich dann schon dafür gesorgt, dass sich die Straßen geleert haben, dass es sich nach innen in die Gastronomien verlagert hat. Aber ich glaube, das war, auch weil der Samstag ein sehr schöner Tag war, am Ende verschmerzbar. Wie wurde es denn allgemein so angenommen? Wie viele Leute waren da und wie geht's weiter? Also wird es nochmal stattfinden? Es waren jetzt laut den Veranstaltern rund 18.000 Leute insgesamt da in den zwei Tagen. Die drängen natürlich darauf, dass in den kommenden zwei Jahren das Theaterviertelfest wieder stattfindet. Haben jetzt auch so eine Art Forderungskatalog aufgestellt, den sie an die Stadt weitergeben wollen, dass eben frühzeitig, weil das war jetzt relativ spontan, aber dass das frühzeitig beschlossen wird, dass sie sich dann besser darauf vorbereiten können und dass das vielleicht sich auch auf Dauer etabliert. Dann schauen wir, wie viele Spiegeleier es in den nächsten Jahren geben wird. Vielen Dank, Jonas. Gerne, Lena. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Denn am 9. Juni, also am Sonntag kommender Woche, wird in Deutschland ein neues Europaparlament gewählt. Eine kleine Erinnerung hiermit also, jetzt die Briefwahl zu beantragen, falls ihr per Brief wählen möchtet. Bis zwei Tage vorher, also bis zum 7. Juni, ist die Beantragung noch möglich. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich seit gestern im Spa- und Golfresort Weimarer Land in Blankenhain auf die Europameisterschaft vor. Heute stehen dort unter anderem ein erstes öffentliches Training und ein Besuch bei der Tafel auf dem Programm. Zum Schluss dachte ich mir, verabschieden wir uns alle nochmal gemeinsam bei ICQ, denn der Chatdienst mit der grünen Blume und diesem einen roten Blütenblatt, das war zumindest das Logo für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, verabschiedet sich jetzt endgültig. Ich dachte ehrlich gesagt, es gäbe ihn nicht mehr, aber es gab ihn doch noch. VK, das russische Facebook-Pendant, hat ICQ all die Jahre noch besessen. Aber Ende Juni ist jetzt für immer Schluss mit ICQ, was übrigens für ICQ, also für Ich suche dich, stehen soll. Ich glaube, ich habe noch nie ICQ gesagt, sondern immer ICQ. Aber jetzt habt ihr diese Info, falls ihr es irgendwann mal richtig aussprechen wollt. Naja, wir sagen jetzt auf jeden Fall Tschüss. Und zu diesem Anlass versuche ich jetzt, den Nachrichtenton von ICQ nachzumachen. Achtung, ihr könnt euch jetzt emotional darauf vorbereiten. Oh oh! Ihr könnt ja mal nachprüfen, ob ihr fandet, dass ich das gut gemacht habe oder eher weniger. Auf jeden Fall ein herzliches Auf Wiedersehen. Und zwar nicht nur von ICQ, sondern auch vom Nachrichtenwecker, zumindest für diesen Tag. Danke an euch fürs Zuhören, danke an Jonas Klimm für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und wenn ihr mögt, sind der Nachrichtenwecker und ich auch morgen wieder für euch da.